Der Mann, der uns im weiteren Verlauf begegnen wird, heißt Schmidt. Kurt Schmidt, komplett. Er stand nur sonntags nicht früh 6 Uhr auf und ging allabendlich Punkt 8 zu Bett. 10 Stunden schlief er meistens irgendwo. 4 Stunden brauchte er für Fahrt und Essen. 9 Stunden schrieb er Zahlen im Büro. Ein Stündchen blieb für höhere Interessen. Nur Sonn- und Feiertags schlief er sich satt. Danach rasierte er sich, bis es brannte. Da tanzte er in Sälen vor der Stadt. Und fremde Fräuleins wurden rasch Bekannte. Am Montag fing die nächste Strophe an. Und war doch immerzu dasselbe Lied. Ein Jahr starb ab, ein anderes Jahr begann. Und was auch kam, nie kam ein Unterschied. Die Zeit marschierte wie ein Grenadier, im gleichen Schritt und Tritt, und Schmidt lief mit. Die Zeit verging und Schmidt verging mit ihr. Er merkte eines Tages, wie er litt. Er sah, er hatte sich bisher geirrt. So war's, und es stand fest, dass es so blieb. Und er begriff, dass es nie anders wird. Und was er hoffte, rann ihm durch ein Sieb. Der Mensch war auch bloß eine Art Gemüse, das sich und dadurch andere ernährt. Die Seele saß nicht in der Zirbeldrüse. Wenn es sie gab, war sie bestimmt nichts wert. 10 Stunden schlief er meistens irgendwo. 4 Stunden brauchte er für Fahrt und Essen. 9 Stunden schrieb er Zahlen im Büro. Und vor der Inventur schrieb er Adressen. Wer isst, bleibt leben, und wer lebt, muss essen. Der Mensch bestand zum größten Teil aus Bauch. Ein Stündchen blieb für höhere Interessen. Und kaum ein Mensch machte davon Gebrauch. Schmidt merkte, dass er nicht alleine stand. Und dass er doch allein stand bei Gefahren. Und auf dem Globus sah er, lag kein Land, in dem die Schmidts nicht in der Mehrheit waren.